Aber wenn du das Website-Projekt direkt für einen Kunden machst, dann stellst du dir natürlich auch irgendwie die Frage, wann sind dann überhaupt erste Designabstimmungen? Wann kann ich ihm mal eine Startseite schicken, die ich fertig gelayout habe, wo ich denke, hey, das ist sie. So halte ich die fest, ich gehe zur nächsten Seite. So zeigst du das dem dann schon. Und im Prinzip ist es so meine Empfehlung, ja, willst du die Zeit von deinem Kunden so wenig wie möglich in Anspruch nehmen? Weil was du willst, ist genau die Lösung präsentieren, die seine Ziele erreicht. So, du willst nicht fünf präsentieren, du willst ihm nicht Arbeit machen, du willst eine Lösung präsentieren, weil das die beste ist. Und ihn also immer wieder in den Layout-Abstimmungen zu involvieren, das kann wirklich sehr fraglich sein, ob das gut ist. Und da ist für ihn einfach immer wieder Arbeit verursacht. Ja? Er muss sich auch anstrengen, er muss sich da auch wieder reindenken. Und er beauftragt dich ja, damit du etwas für ihn erledigst. Und deshalb zeigst du ihm bei einer Präsentation auch nur eine beste Variante. Du zeigst ihm die beste Layout-Variante für zum Beispiel die Startseite. Du zeigst ihm nicht alle, die du erarbeitet hast, nicht alle fünf, sechs Varianten, die du irgendwie gestaltet hast. Du kannst eine zweite Variante vielleicht in petto haben. Ja, das habe ich auch oft. Es gibt einen zweiten Favoriten, der auch nochmal vielleicht anders aussieht, anders strukturiert ist. Aber diese Variante, die musst du nicht hervorholen, solange es irgendwie nicht eine Gesprächsgrundlage dafür gibt. Und das ist wichtig, wirklich. Weil wenn du zuvor bei den ersten Kundengesprächen schon eine gute Vorstellung bekommen hast auch, dann braucht es diese etlichen Abstimmungen auch nicht. Und du solltest nicht jede einzelne Seite eben präsentieren, sobald sie irgendwie fertig ist. Das ist wirklich nicht nötig. Und lieber eine Lösung als Ganzes dann vorzeigen, sodass sich auch für ihn dann der Kreis im Kopf so ein bisschen schließt und für ihn dann auch nichts fehlt. Ja? Denk drüber nach. Zeigst ihm irgendwie eine Buchungsseite und die nächste ist noch gar nicht fertig oder noch gar nicht da und er weiß einfach nicht genau, was kommt davor, was kommt danach. Und für mich ist es dann viel logischer, wirklich dann einmal das Ganze zu präsentieren und durchzugehen. Und klar gibt es immer Änderungen und Feedback, das dann wieder eingearbeitet und zur Bestätigung zu ihm geschickt wird. Aber das ist laut deinen Bedingungen und Änderungseinheiten fest geregelt. Direkt mit Kunden bin ich ein starker Befürworter davon, seine Zeit so wenig wie möglich in Anspruch zu nehmen, es zu respektieren, dass er mich damit beauftragt und ich ihm die beste Variante vorstelle.